so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Geht ab, YouTube. Heute wollen wir mal die Hot Ramen Challenge machen. Viele von euch kennen diese Nudeln wahrscheinlich. Heute haben wir uns aber mal gedacht, wir nehmen uns einen Gast. Wir laden einen Gast ein, weil wir können relativ gut scharf ab. Ich nicht. Und dieser Kollege hier? Ich absolut nicht. Das ist Martin übrigens. Ja, klingt komisch, ist aber so. Da wollen wir vielleicht mal so ein bisschen, damit die Leute ein Gefühl dafür bekommen, was für dich scharf wird. Wie viel scharf kannst du ab? Du hast ja letztes Mal gesagt, die Chicken Wings da im KFC kann ich nicht essen. Okay. Da hat er recht. Sind sie aber echt? Ja, die waren damals scharf. Kannst du einen essen oder? Ich kann einen essen, ich kann auch zwei essen. Das Problem bei mir ist, das werdet ihr gleich sehen, ich schwitze dann immer so im Gesicht. Okay. Also die Nudeln haben wir auch schon vorbereitet, ne? Ja. Die Nudeln sind hier. Das sind drei Pakete, schon gekocht. Und jeder bekommt eine Packung Soße. Ach so, mal klein an, Digga, mit einer Packung. Jeder eine Packung Soße. Und noch hier, was ist das? Sesam oder ne? Da kann man so eine Scheiße eigentlich kaufen. Im Asialaden. Also die Nudeln haben auch 8000 Scoville. Das ist ungefähr so scharf wie. Das waren die Jalapenos, ne? Jalapeno. Aber das Jalapenos sind nicht scharf. Ja, Jalapenos schaffst du auch. Also. Kommt davon, die bei Subway sind. Einmal die Nährwerte, falls jemand interessiert. Spaß. Na, willst du echt probieren? Ja. Okay. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ja, ich bin raus. Digga. Oh, Alter. Was ist das? Jungs. Ey, das ist der Tod. Ey, Junge. Digga. Guck mal, wie ich schwitze. Guck, fängt an. Sehe, es fängt an. Ich schwör's dir. Ey, du musst. Du bist jetzt schon hier. Warte, dann komm. Wir haben die Leute schon heiß gemacht. Wieso sieht aus wie Blut übrigens? Was sind das eigentlich? Ich weiß nicht, wie, was sind das eigentlich? Für Gastgeber. Wo ist hier was zu trinken? Nichts. Ja. Hast du keine Milch mitgenommen? Ich hab meinen Joghurt mitgenommen, ja. Bring ich dir. Den bring ich dir. Das ist aber kein Trinken. Das ist ein Joghurt, immer noch. Danke. Wasser. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Er hat nicht alles drauf gemacht jetzt. Nein, habe ich nicht. Aber ist okay. Ist in Ordnung. Es wird auch so lustig. Okay. Ja, Nummer und ich, wir haben die ja schon einmal gegessen, ne? Ja, genau. Das war. Ach, habt ihr echt? Im Büro da, das eine Mal. Nummer hat angefangen zu heulen. Guck nochmal rein. Du hast Tränen in die Augen. Junge, du weißt. Digga, das war einfach warm. Er sagt, das war warm. Das waren 30 Grad, aber. Also heute ist nicht warm, dann werden wir sehen, ja, ob es daran lag. Ja, guten Appetit, ne? Ja, guten Appetit. Ich hoffe, du hast Hunger. Ich habe echt ein bisschen Hunger, um ehrlich zu sein. Und? Lecker. Was? Er war strikt dagegen übrigens, er wollte das nicht machen. Der Lippen. Aber weil er ein guter Freund ist. Boah, alter Schwede, ey. Wasser soll gar nichts bringen, ne? Gegen Schärfe. Weißt das verteilt nicht? Das einfach. Das verteilt. Oh, Digga, Alter. Du trinkst die ganze Flasche gleich noch aus, ich weiß es. Um es ein bisschen spannender zu machen, wir dürfen nichts trinken. Digga. Okay. Du schwitzt aber auch schon lange, ne? Hm? Deine Stirn, die glänzt. Ich hab noch gar nicht gegessen, Mann. Ey, ich hol aus der Küche nochmal einen zweiten Löffel. Ich hab einfach nur fettige Augen. Ich hab einfach nur fettige Haut, deshalb kennt man. Ich schwör. Das war gerade mein erster Happen.
Ich schwöre doch selber schon, ich bin klitschnass, Mann. Du bist echt klitschnass. Ey, Kameramann. Ist da eine Serviette hinter dir? Ey, das läuft mir die Augen runter. So, Papier. Weil wir nichts anderes haben. Oh, Junge. Oh, fuck, Digga. Nimm auch noch den Rest von der Soße. Digga, bist du bescheuert, Alter? Lass teilen. Nee, Mann. Ey. Das geht nicht. Scharf, ne? Oh, alter Schädel. Warte, du darfst jederzeit abbrechen. Das ist authentisch. Ich verarsche keinen oder so. Du darfst jederzeit abbrechen. Ja, ehrlich. Ich weiß. Das weiß ich zu schätzen, danke. Boah, ey, das bringt ehrlich was. Ja. Mhm. Echt? Mhm. Ja. Alles klar. Digga, brauchst du ein Handtuch? Digga, am besten. Ey, du hast wieder Tränen in den Augen genommen. Ich? Du hast wieder Tränen in den Augen. Ich kann nicht mehr reden. Mein Mund einen Löffel genommen, ne? Das ist der erste. Jetzt überleg mir, wenn ich das Ding aufessen würde. Ja, und damit der kompletten Soße. Mein Mund ist taub, ich merk das. Ich kann nicht mehr reden. Das ist nichts los, Digga. Schade. Was ist mein Mund ist taub. Ehrlich. Meine Zunge. Ja. Ja, langsam läuft das bei mir auch. Ja. Langsam? Es läuft schon lange bei dir, Mann. Ja, bei dir läuft echt schon lange, ey. Ich hatte letztes Mal. Weinst du, oder? Sind das Tränen, die da runterlaufen? Freudentränen, weil ich aufgegessen habe. Ey, du weinst. Guck mal bitte in die Kamera, komm. Du weinst. Oh. Sieht nur so aus, Mann. Wir haben hier noch einen Gast. Er glaubt uns nicht, dass es scharf ist. Probier mal. Er will nicht ins... Oder willst du das Bild? Dreh mal das Bild um. Bitte. Ist das eine kurze Geschichte der Menschheit? Ja, kennst du das? Nein. Geilstes Buch. Warte, ich muss kurz das markieren. Geilstes Buch. Ja. Das war mein Geburtstagsgeschenk an ihn. Ja, man, danke nochmal. Geilstes Buch so nebenbei. Holt euch ja alle dieses Buch. August, danke, danke. Ach. Soll ich probieren? Probier. Ja, okay. Ey, dein Scheiß. Das ist echt Treffer heute. Ey, Nummer ist echt nicht normal, wie du schwitzt, ne? Ey, ich schwitze mehr. Ey, mach mal Fenster als auf Fitness heute. Nur du weinst, das ist kein Schweiß. Oh, ey, man darf sich auch nicht ins Gesicht fassen, das ist ganz schlimm, Digga. Wirklich. Ey. Wie suchst du da drin? Oh, Alter. Oh. Hau rein. Komm hier runter. Setz dich. Das ist ein vierter Stuhl. Alles gespielt hier, voll entspannt. Na, Mann, das ist kein Scheiß, ehrlich? Krass, wenn du das nicht scharf findest, du hast mein. Du hast mein Respekt. Schluck auf. Na, ich bin ehrlich, Schluck auf. Das ist echt. Das ist echt scharf. Die sind übrigens halal. Ja. Guck mal so nebenbei. Alter. Nein, man, die sind nicht halal. Das ist auf jeden Fall nicht halal. Wow. Oh. Das knallt richtig, ne? Isst du meine auf? Danke, Ehrenmann. Ja. Oder du kannst mal. Hier, Martins auch. Ja, Junge, ich tropfe ja, den Tisch voll. Du hast gerade Soße, Martin. Ey, okay, ich mach einen Deal mit euch. Wir machen echt Deal jetzt, weil das muss ja auch irgendwie Sinn ergeben. Das muss ja auch, ja. Ich esse jetzt noch einen Löffel richtig mit Schärfe und das war's dann, weil mehr geht nicht bei mir. Ja, das heißt, der Beutel kommt rein? Nein, jetzt hier so ein und das war's dann aber. Okay. Weil mehr geht nicht bei mir. Oder du isst hier meinen Rest? Nein. Gehören die so scharf oder habt ihr extra viel? Gehören so scharf? Nein, wir haben. Das ist. Ey, ich schwitze jetzt auch. Oh, Leute. Unterschiede, ey. Komm, den Digga. Esse ich jetzt so. Ja, okay, aber den richtig. Den ballerst du richtig rein. Ey, mein linkes Ohr ist taub. Ey, mein rechtes Ohr ist taub. Ich höre nicht so. Ehrlich? Oh, kommt so ein Piepen. Ehre Männer, dass sie es gegessen haben. Stabil. Ehre Mama. Ja, stark, Mann.
Applaus zu Martin. Komm, Martin. Ja, jetzt komm ich. Komm, Martin, komm! Komm! Ja, immer mit Wasser. Ah. Ich schwitze jetzt auch übrigens. Ja, der ging voll klar. Ja, weil du das Bier untergejubelt hast, ne? Digga. Können wir noch einen geben? Er gibt noch einen. Okay. Tisch. Komm. Aber ohne Skill diesmal. Für die Gang. Ohne Skill. Oh. Nein, doch, jetzt kommt's. Boah. Jetzt kommt's. Digga, ehrlich, das schlimmer. Boah, alter Schädel. Boah. Ey, ich nehme meinen Dings da, ja? Ja, darf ich einmal kurz? Ja. Hier. Digga, komm mal her, ey. Boah. Ja. Ein Witz. Was passiert hier? Stehen, Digga. Boah. Es brennt unnormal. Das kommt erst jetzt. Ja. Das kommt erst jetzt. Ja. Das ist hart. Aber Jungs, ihr habt es geschafft. Ja, haben ja, wir. Du hast es geschafft, Martin. Er hat es geschafft, auf jeden Fall. Nein, aber ich bin stolz auf dich. Ohne Witz. Echt gute Leistung, Martin. Alles für die Views. Alles. Für alles euch für Bros. Ehrlich. Für keinen anderen Scheiß der Welt hätte ich das gemacht. Also Mann, ehrlich. Stabil, Mann. Er glaubt an FQ, deshalb macht er ja. Die nächste Challenge kommt dann auch, ne? Oh, ja. So ist ich qualifiziert für Challenge schon was. Habaneros. Nix scharf mehr oder so. Also ey, falls ihr die noch nicht probiert habt, hier nochmal. Probiert's aus. Junge, kein Mensch wird sich das angucken. Das kaufen. kaufen wollte ich sagen. Angucken, ja, aber kaufen. Muss vielleicht so persönlich. Kaufen, das wird sich gar nicht auf dem Erleben. Muss keinen Respekt, Martin. Kaufen, kaufen. Ich glaub das nicht. Der Junge, ich wollte echt sagen, kaufen, wirklich. Gucken, das wird sich jeder angucken. Logan Paul, diese ganzen YouTuber werden sich das angucken. Und nachmachen. Der hat echt wehgetan, Martin. Bin ich ehrlich. Der hat mehr wehgetan als diese Nudeln. Oh, ja. Wenn ich nicht dran glauben würde, dann würde ich da jetzt nicht hier sitzen. Nee, aber echt mal. Echt. Ja? Probiert's aus. Wie gesagt, Num und ich, wir können eigentlich echt gut scharf ab. Also aus der asiatischen Küche zu Hause, natürlich kann man so ein bisschen... Du bist ja gerade gestorben und machst... Ja, eigentlich kann man gut scharf ab. Sag ich ja. Eigentlich können wir gut scharf ab, aber die waren unnormal scharf. Die waren echt scharf. Probiert es auf jeden Fall nicht aus. Ich glaube, das tut euch besser, als das auszuprobieren. Man darf ja seine Meinung sagen, ne? Ich kenne ja. Ich bin ehrlich. Das hier. Wie heißt das überhaupt? Samyang-Nudeln. Ramen. Das ist der größte Scheiß, den ich jemals gegessen habe. Bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Und auch warum? Der, warum? Dieses Rezept dafür gemacht hat. Wie einfallslos bist du eigentlich, dass du nur Schärfe reinballerst? Ja, jetzt das kommt Retalk. Ja, ganz ehrlich, was ist das? Da kommt der. Das Frust. Sind nur, da kommt der das Frust sind nur auf. Scheiß Nudeln mit ein bisschen Schärfe rein. Meinst du, was ist da dabei? Aber ganz ehrlich, deshalb. Gar kein Respekt für deine Leistung, das kann jeder, bin ich ehrlich. Du bist einfach nur krank übertrieben. Schreib Ding deinen Namen doch rauf. Ja, was ist dein Fazit noch? Ich weiß schon, es ist gut scharf. Für mich war es ja, echt gut scharf. So, ne? Also am Anfang waren die nicht so scharf, ne? Aber mit der Zeit, umso mehr du gegessen hast und dann abgewartet hast, dann wurde es echt schlimm, ey. Bis halt die Tränen kamen, ne? Mann, bei Martin gesehen. Und bei und dir. Bei mir. Aber du hast echt doll geschwitzt. Muss ich... Ja, ich weiß. Hätte ich nicht erwartet, Digga. Es ist warm hier, wie gesagt. Das Ding ist, die Schärfe verteilt sich irgendwie deinem ganzen Mund. Ja. Und die bleibt irgendwie haften in... Deiner Speiseröhre. Machen und ja, das ist so eklig. Ja, ey, das war gut doll. Ja, macht es nicht nach. Guckt euch das zwei, dreimal an, wenn ihr nicht genug bekommt, aber macht es nicht selber. Wenn ihr du musst vor dem Video dieses Dings einspielen, nicht für Kinder und dann nicht nachmachen. Auf eigene Gefahr. Das folgende Video das kann zu Schäden führen. Bitte macht es nicht nach oder probieren Sie es nicht aus. Ne? Ohne Scheiß, das ist echt nicht ohne. In dem Video treten. Weltrekord, was weiß ich. Schärfer Esser. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein paar Lacher. Ich hoffe, ihr fand es lustig. Ey, mein Magen, Mann. Das braut sich da zusammen gerade.
Ist jetzt gerade unten angekommen, so beim Dickdarm, Dünndarm, ich merke das da so. Gib dieses Video echt ein Like, einfach für seine Courage, dass er sich das getraut hat. Hier, Meier hat echt viel mehr gemacht. Ja, Meier auch. Dass er so spontan dazugekommen ist, Meier, unser Bro hier. Ja, unser Mentor. Der Mentor kann noch einiges von euch lernen, ne? Das ist aber wie gesagt, ehrlich, gib dem Video einen Daumen hoch, einfach dafür, dass du das durchgezogen hast. Wir kein wissen, dass du echt stolz auf dich, Martin. Danke, echt stolz auf dich. Wir wissen, du kannst gar kein Schaf haben. Ja, Digga. Ja, ich muss auch nicht irgendwie groß rumprotzen oder so. Nein, das ja nicht. Hä? Nein, nein, also ich kann, Schaf ist bei mir irgendwie, das ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Das ist doch nicht peinlich, finde ich. Sobald man über seine Schwächen offen und ehrlich redet, ist das so, ist das sogar voll sympathisch, finde ich so. Ja, ne? Wir alle haben Schwächen, Martin. Hä? Wir alle haben Schwächen. Ja. Ja. Mit der Schwäche kann ich leben, Leute. Ja, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch, abonniert uns, teilt das Video. Bis zum nächsten Mal. Sorry.